Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Kamaru Usman hat eine Sache richtig durch die Decke gehen lassen, denn bei der Post-Fight-Pressekonferenz von UFC-Boss Dana White hat Kamaru Usman sich auch mit eingemischt. Ja, er hat nach dem Fight kein Interview mehr im Octagon gegeben. Ja, obwohl es eigentlich üblich ist, vor allem bei Champions, die ihren Titel verlieren, und beim Kamaru Usman wäre dies erst recht legitim gewesen. Gehe aber davon aus, dass er dementsprechend noch vielleicht ein bisschen benebelt war oder sonst irgendwas und ja, vielleicht auch gerade noch mal ein bisschen zu emotional und vielleicht erstmal gar kein Interview geben wollte. Aber hat sich die Live-Pressekonferenz von UFC-Boss Dana White angeschaut und hat dann ganz klar gesagt, hey, ich muss dich anrufen. Aber kurz vorab, Freunde, lasst doch mal gerne ein Like und ein Abo auf meinem Kanal da, weil 65% von euch mich noch nicht abonniert haben. Ihr könnt mich damit extrem supporten, damit das hier weiter nach oben geht. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME, könnt ihr jetzt 20% sparen. Isoclear ist restocked, gebt Gas und schlag gerne zu, Freunde. Ansonsten kann man darauf eingehen, dass Kamaru Usman UFC-Boss Dana White während der Pressekonferenz direkt angerufen hat, und das ist gerade richtig viral gegangen. Kamaru Usman hatte einen Mitarbeiter oder ja wahrscheinlich auf das Handy von Dana White sogar angerufen, und irgendein Mitarbeiter hat Dana White dann das Telefon gegeben, weiß nicht, ob es jetzt seins war oder das von irgendjemand anderem, und hat dann mit Kamaru Usman kurzzeitig gesprochen. Und Kamaru Usman sagte zu ihm ganz klar, hey, Champs verkacken einfach mal mit der Zeit, es passiert, aber warte ab, nächstes Mal kill ich ihn. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus über das Mindset von Kamaru Usman, meiner Meinung nach, weil er wirklich vorhat, 110% dieses Rematch zu bekommen mit Leon Edwards und diesen Kampf wahrscheinlich dann auch zu veranstalten. UFC-Boss Dana White sagte schon, er hat es vor, im Wembley Stadium zu machen in London, weil das ja Leons Heimat ist und wäre ein mega UFC-Event, dann wirklich auch dort die Pay-Per-Views zu crashen. Und nochmal krasse Sache, guck gerne jetzt, was UFC-Boss Dana White und Kamaru Usman da live gemacht haben. Interessant, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA. And I said this week, talking to you guys, the problem with this fight was people won't give Leon enough credit, and he's a very dangerous opponent. You probably got to do a rematch. Do you still believe yeah, that's the yeah, case? I mean, yeah, how do you not do, fuck, Wembley? I mean, I don't know, yeah. Hey, what's up? I understand, man. Great fight.